Jo, herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen andere Location. Ist ein relativ kurzfristiges Video und zwar, wie ihr bestimmt schon gelesen habt, der Movietech. Werden wir euch garantiert auch verlinken. Und ich fange einfach mal mit Platz 1 an und das ist in dem Fall mein Lieblingsfilm. Ja, mein Lieblingsfilm. Gibt es eigentlich einige, kommt immer ganz bei mir auf die Stimmung an. Auf jeden Fall dazu gehören die Zurück in die Zukunft Filme und Lucky Number 11, Gran Torino. Ja, und wahrscheinlich auch der eine oder andere Pixar-Film sogar. Nummer 2, das ist die Lieblingsszene aus eben diesem Lieblingsfilm. Habe ja einige jetzt aufgezählt. Sag ich mal einfach Lucky Number 11. Da ist das die Szene, wo Slevin abgeholt wird von so zwei Kerlen, die ihn zum Boss bringen wollen. Ich finde diesen Dialog unglaublich charmant und lustig. Und das Ende von Lucky Number 11 ist natürlich auch großartig. Ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte und der eigentlich auch gar nicht so bekannt. Platz 3, mein Lieblingsschauspieler. Habe ich eigentlich gar nicht so richtig. Da muss natürlich die Performance irgendwie stimmen. Von daher, da gibt es bestimmt einige, die das verdient haben, hier genannt zu werden. Wen ich aber charakterlich ziemlich nett finde, zumindest so von Interviews, wie man den erlebt, was man von ihm weiß, ist Keanu Reeves. Der ist ein ziemlich bodenständiger Kerl und das macht ihn mir halt sehr sympathisch, aber schauspielerisch würde ich ihn jetzt nicht unbedingt da nennen. Nummer 4, nervigste Schauspieler. Das ist für mich schon bedeutend einfacher, nämlich Jim Carrey auf jeden Fall. Ich finde, der Kerl, der overacted so unglaublich und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Vor allen Dingen in Komödien nicht. Ich mag eher so ein bisschen dialoglastige Komödien, die halt Wortwitz haben, ein bisschen intelligenter sind. Aber Jim Carrey ist einfach nur albern, das mag ich nicht. Nummer 5, mein Lieblingsregisseur. Ist für mich auch relativ schwer, weil ich mit Regisseuren mich gar nicht so gut auskenne, im Gegensatz zum Beispiel zu Merlin, der ja total Hitchcock zum Beispiel feiert. Aber Steven Spielberg finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat halt größtenteils Abenteuerfilme gemacht, würde ich die so klassifizieren. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, das hat er drauf. Nummer 6, meine Lieblingsfilmschnulze. Ja, überraschenderweise habe ich gar nichts gegen irgendwelche schnulzigen Filme. Also ich finde auch zum Beispiel Kokowé und Kainoküken von Til Schweiger jetzt nicht so schlimm wie viele andere. Aber so eine richtige Lieblingsfilmschnulze habe ich eigentlich nicht, weil es einfach nicht so mein Genre ist. Ich gucke es ganz gerne halt. Aber, also ich merke jetzt nicht aus, das zu gucken, aber sie sind oft ersetzbar. Aber welche man vielleicht darunter noch nennen könnte, wäre Crazy Stupid Love. Das ist eher eine Rom-Com, aber ich fasse ihn mal einfach darunter. Ich dachte. Nummer 7, die meiste Angst vor einem Filmcharakter. Das ist schwer. Ich weiß noch, dass mich die ganzen Folgen aus Akte X irgendwie total berührt haben und ich immer schon eine Gänsehaut hatte, wenn ich nur das Lied gehört habe. Aber es gibt einen Charakter, nämlich den, der Raucher. Ich meine, der wird auch nur der Raucher genannt oder sowas. Und den finde ich irgendwie schon ziemlich gruselig auf seine Art und Weise. Vor allen Dingen, weil man eigentlich nicht so richtig über ihn weiß. Nummer 8. Film, den ich liebe, obwohl alle anderen ihn hassen. Das dürfte wahrscheinlich ein Trash-Film sein, irgendeiner. Vielleicht sowas wie Battlefield Baseball oder Six String Samurai ist auch so ein Film, den viele hassen. Tokyo Gore Police. Also ich habe irgendwie Gefallen an Trash-Filmen, die eigentlich die meisten Leute eher absolut scheiße finden. Nummer 9. Film, den ich hasse, obwohl andere Leute ihn feiern. Das ist definitiv bei mir entweder ein Kubrick-Film, mit dem ich meistens nichts anfangen kann, weil die mir einfach zu künstlich sind, oder der Pate, der einfach so unglaublich langatmig ist, hat mir einfach nicht gefällt. Ich möchte unterhalten werden beim Film und das ist irgendwie nicht so ganz meins. Nummer 10, mein Lieblingsfilmduo. Das ist definitiv aus Shaun of the Dead, Sime Peck und Jack Frost, die beiden. Die sind immer ein super Duo und in Shaun of the Dead finde ich sie besonders charmant. Mein Lieblingsanimationsfilm. Ich stehe total auf Animationsfilme, deswegen ist das für mich nicht ganz so einfach. Ganz weit oben dabei sind definitiv Toy Story 3, Drachenzähm leicht gemacht und ich einfach unverbesserlich. Ja, das sind so meine Top 3 Animationsfilme. Ich zähle keine Trickfilme unter Animationsfilme, aber sowas wie König der Löwen würde ich jetzt nicht direkt darunter zählen. Platz 12, mein Schauspielerschwarm oder Schauspielerinnen-Schwarm habe ich nicht. Echt nicht. Also gibt ein paar Schauspielerinnen, da kann ich natürlich sagen, oh, die
sehen ganz nett aus, so wie Lacunis und so. Aber Schwarm, nee, würde ich so nicht sagen. Platz 13, mein Lieblingsfilmbösewicht. Das ist schwer. Es gibt einige gute und nur ganz wenige, die mich wirklich überzeugt haben. Ganz oben mit dabei ist definitiv der Imperator aus Star Wars, finde ich. Ja, ich denke, der Imperator aus Star Wars. Platz 14, der Film, der mich am meisten überrascht hat. Ja, das war, glaube ich, sogar mit unter, was jetzt am präsentesten ist, Toy Story 3, weil normalerweise haben Trilogien das so an sich, dass die letzten Teile immer ein bisschen schlechter werden. Vor allen Dingen Toy Story 2 fand ich jetzt nicht so überragend, aber Toy Story 3 war nochmal richtig, richtig krass. Das ist mir jetzt gerade so am präsentesten. Ansonsten der Film 7, auch auf jeden Fall ein wirklich sehenswerter Film und auch überraschend. Und Being John Malkovich, der ist einfach nur verstörend. Platz 15. Wenn ich nur einen einzigen Film behalten dürfte, beziehungsweise auf einer einsamen Insel mitnehmen dürfte, welcher Film wäre das dann? Schwer. Ich denke, das wäre Zurück in die Zukunft 1. Ja, der Film macht mir immer wieder Spaß. Doc Brown ist einfach klasse anzusehen und Biff als Bösewicht ist auch super klasse. Ist ein super Film. Platz 16. Wenn ich durch die Zeit reisen könnte und eine Schauspielerin heiraten könnte, wer wäre das dann? Ein bisschen klischeehaft, aber wahrscheinlich so Marilyn Monroe, weil die halt irgendwie so eine charmant naive Art einfach hatte. Aber ansonsten, ja, die ist halt irgendwie noch so eine richtige Ikone gewesen. Zu einer Zeit vor allen Dingen, wo Film ja doch eher ein bisschen männerlastig war. Es gibt einige große Film-Ikonen aus... Ikonen? Gibt's das Wort? Aus dieser Zeit, aber halt nicht viele wirklich bekannte Schauspielerinnen, würde ich mal behaupten. Von daher Marilyn Monroe. Platz 17. Welchen Film hätte man niemals remaken dürfen? Conan der Barbar. Ganz klar. Also für mich funktioniert Conan nur mit Arnold Schwarzenegger und dann auch am besten gleich auf Englisch. Ich bin jetzt nicht irgendwie so ein O-Ton-Fanatiker, aber Arnold Schwarzenegger im Englischen ist einfach ein Highlight. Platz 18. Der letzte Film, den ich vor meinem Tod gerne sehen möchte. Ich hoffe, das ist ein Film, den es noch nicht gibt. Ehrlich gesagt. Ja, das ist, denke ich, eine gute Antwort. Irgendein Film, der mir auf jeden Fall gefallen wird, aber den ich am besten noch nicht kenne. Platz 19. Mein Lieblingsfilmgenre. Das hängt ganz von meiner Stimmung eigentlich ab. Manchmal habe ich Bock auf Action und dann will ich wirklich auch knallharte Action haben. Manchmal habe ich Bock eher auf Komödien, dann möchte ich auch eine gute Komödie haben. Gerne sowas wie Lucky Number 7. Und manchmal habe ich auch einfach Lust auf ein bisschen, ja, Thriller. Das sind, würde ich sagen, sogar die drei Genres, die ich mit am liebsten gucke, wo ich auch immer wieder einen Film von reinschieben kann. Für irgendwelche Rom-Coms oder sowas muss ich schon in der richtigen Laune sein. Platz 20 und der letzte Platz. Mein erster Film im Kino. Da bin ich mir gar nicht mehr so richtig sicher. Es schwirren da irgendwie drei Filme in meinem Kopf rum. Nämlich einmal Free Willy. Den habe ich mal zum Geburtstagsgeschenk bekommen. Kann ich mich aber eigentlich nicht wirklich daran erinnern. Hat mich auch gar nicht so interessiert. Dann war das noch ein Film mit irgend so einem Troll, so ein Zeichentrickfilm, der einen grünen Daumen hatte. Und Jurassic Park, überraschenderweise. Und ich war definitiv zu jung dafür. Das sind so die drei Filme, an die ich mich erinnern kann, so irgendwie in einem Matsch, dass die ziemlich früh sein mussten. Aber welche jetzt als erstes da war, da könnte man eigentlich nachrechnen, wenn man sich die Release-Daten anguckt. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Ja. So, das war das Video zum Montag und hier werden bestimmt auch wieder irgendwo verlinkt die Videos vom letzten Montag und vom letzten Freitag, nicht in Bildform, sondern einfach hier als Link. Und ansonsten würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr einen Movie-Tag macht und ihn einfach hier drunter postet, wird auf jeden Fall zugelassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.